So genau, bin ein riesiger Fan der Resident Evil-Reihe. Hab auch schon so gut wie jedes Resident Evil durchgespielt. Mir fehlt noch der erste und der Zero-Teil. Quasi 0 und 1 habe ich noch nicht. Also jetzt von der Hauptreihe gesehen, sage ich mal. Was mir dann noch fehlt, was ich auf jeden Fall auch spielen werde, weil ich es sowieso schon gekauft habe und weil es hier schon Ewigkeiten rumliegt, ist Code Veronica. Das zähle ich eigentlich auch noch so zu der Hauptreihe mit hinzu. Aber während Sachen wie Outbreak oder so, die, wie ich finde, ich will nicht anmuten, zu sagen, dass es sehr, sehr schlechte Spiele sind, weil das kann ich absolut nicht sagen, weil ich sie dafür zu wenig gespielt habe. Aber sagen wir mal so, sie sind anders. Sie sind einfach anders. Resident Evil Outbreak ist sehr, sehr... Ist es überhaupt Outbreak, was ich meine? Moment, ich sitze hier gerade davor, schauen wir mal kurz rein. Resident Evil Outbreak, ja. Das ist ja sehr, sehr auf Multiplayer angelegt. Das Problem ist eben, kein Koop lokal möglich, was immer sehr, sehr schlecht ist für solche alten Spiele. Weil, ich wette, da gibt es keine Server mehr oder sonst was. Ich wüsste auch nicht, wie ich mit meiner PS3... Ich weiß nicht, ob das geht. Weil die PS3 verfügt ja über Internets. Das sollte bekannt sein. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt PS2 spiele, die ich auf der PS3 abspiele. Da, ich habe, glaube ich, das habe ich schon mal erzählt, ich habe eine PS3, die ist noch aus der ersten Generation, die ist noch rückwärtskompatibel bis zu PlayStation 1 spielen. Hat mich auch eine Stange Geld gekostet, aber was soll's. Und da drauf kann ich eben dann auch dementsprechend Outbreak spielen, was ein PS2-Spiel ist. Und ich weiß nicht, ob ich darüber ins Internet könnte, wenn denn die Server noch stehen würden. Ist mal eine gute Frage. Aber auf jeden Fall, wenn man das alleine spielt, das Outbreak, ach, das ist einfach nicht... Ich weiß nicht. Ich habe 10 Minuten gespielt, bin ich ganz ehrlich. Und es hat mir nicht gefallen. Und das war's. Aber ich wollte es einfach haben, weil es eben ein Resident Evil-Spiel ist. Und ich hätte die schon gern alle bei mir zu Hause für die Sammlung. Aber naja, Outbreak, damit konnte ich nicht warm werden. So. So viel dazu erstmal. Hab auch gerade mit meinen Mitbewohnern wieder angefangen, Resident Evil 5 anzufangen. Super. Resident Evil 5 angefangen, das mal wieder durchzuspielen. Also wir haben jetzt wieder mal die ersten paar Levels gespielt, wissen nicht, ob wir wieder weiterspielen oder nicht. Aber an sich, das hat mal wieder übelst viel Spaß gemacht. Gerade eben durch den Koop ist das ein echt schönes Spiel. Muss auch sagen, die Resident Evil-Reihe hat den Sprung in die Neuzeit echt gut verkraftet. Ich muss sagen, ich würde nicht wollen... Also ich fand die ersten Spiele absolut geil. Diese sogenannte Panzersteuerung, in dem man eben seinen Charakter so wie ein Panzer gesteuert hat, eben bloß vorwärts, rückwärts und dann drehen, die war für die ersten Spiele übelst genial und hat einfach das Flair ausgemacht. Aber sie, man muss zugeben, die hat sich überlebt. Und mit dem vierten Teil, der wirklich diesen Sprung geschafft hat in diese Halb-Ego-Sicht, in diese Über-die-Schulter-Sicht quasi, das war extrem perfekt. Also es war genau der richtige Zeitpunkt, so etwas auszuprobieren. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Es spielt sich echt cremig. Für den fünften Teil, danach ist der Koop noch dazugekommen, der den wieder extrem spielenswert macht, den fünften. Also bisher, Resident Evil-Reihe, eine perfekte Spielreihe. Bis, wie gesagt, auf ein paar Ausnahmen so am Rand. Aber naja, das gibt's ja immer. So, da ich so viel quatsche, muss ich auch bald mal ein Schlückchen trinken, habe ich das Gefühl. Oh Gott, ich habe komplett aufgehört zu zählen. Das hier ist jetzt einfach mal die Nummer 15, sage ich. So, was gibt's noch so zu sagen? Wie gesagt, ein All-Time-Favorite bei mir ist auch Metal Gear. Und zwar in sämtlichen Variationen. Auch die ganz alten Spiele finde ich cool. Sogar die, die von der Presse und vom allgemeinen Volksmund, sage ich mal, total verrissen wurden. Wie zum Beispiel der zweite Teil, der inoffizielle zweite Teil, der glaube ich bloß in Amerika oder so rausgekommen ist. Der gar nicht so das Original von Konami ist. Kann mich jetzt auch total irren, aber irgendwie war da was. Snake's Revenge, genau. Doch, das war schon so. Snake's Revenge heißt er.
durfte nicht mal den Titel Metal Gear tragen, sondern heißt einfach bloß Snake's Revenge. Ich meine mal, so unterschiedlich ist der zu den anderen ersten Teilen einfach nicht, finde ich. Aber natürlich, der Hauptaugenmerk liegt da auf den neuzeitigen Teilen ab Metal Gear Solid. Alles eine große, also die großartigste Spielereihe, die es gibt. Und also richtig cineastisch, extrem geil, die Storys, die erzählt werden. Ach, einfach nur Hammer. Muss auch sagen, ja, ich freue mich irgendwie auch auf den neuen Teil, auf Metal Gear Rising. Das dann mit Raiden als Hauptcharakter ist. Und indem man tausende Arme, Finger und sonst was abschneiden kann mit seinem Katana, was ziemlich überspitzt und krass ist. Aber ich glaube, den Leuten da von Konami ging es einfach nicht darum, jetzt so blutig wie möglich zu sein, sondern einfach zu zeigen, was man eben... Also das ist einfach ein neues Spielkonzept. Komplette Katana-Steuerung. Bin gespannt, wie sich das spielt. So, das war gerade Nummer 15, dann ist das hier Nummer 16. Und ich wette eh, bevor ich rausgehen kann, um zu speichern, um ein für alle Mal mit dem Mythos aufzuräumen, kommt der Tomberry-König und macht mich fertig. Deshalb werde ich jetzt nach dem 16. hier einfach rausgehen und speichern. Jo. So wird's aussehen. So, was spiele ich momentan noch? Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, was ich momentan spiele. Nämlich vor allem Little Big Planet 2 und Marvel vs. Capcom 3. Zwei wirklich großartige Spiele. Auch mit Marvel vs. Capcom bin ich momentan echt warm geworden. Ja, das war gar nichts. Ja, bin ich sehr warm geworden. Trotz eben, wie ich letztes Mal schon bemängelt habe, bloß noch 3 Buttons zum Angreifen quasi. Wenn man so möchte, 4. Aber ich muss sagen, es geht doch um einiges besser als gedacht. Ja, bis darauf eben, dass das kein Spiel ist, wo ich wirklich super gut bin. Weil, wie gesagt, ich habe schon mal erzählt, normalerweise schnappe ich mir ein Spiel, spielst eine Stunde und bin darin einfach mal ziemlich gut. Aber, also bei Kampfspielen eigentlich sowieso, wie gesagt, Street Fighter 4 und Super Street Fighter 4, war ich eigentlich auch immer ziemlich gut beim Online-Kampf und so, Ranglistenkämpfen. Aber bei Marvel vs. Capcom 3 nicht, weil ich muss auch echt sagen, ich bin ein absoluter Trickser bei diesen Spielen. Also ich benutze sehr gerne Special Moves und eigentlich nur Special Moves. Vertraue eigentlich bloß darauf. Und ich kann mit Kombos nicht anfangen. Mir ist es einfach zuwider, diese riesen langen Ketten von irgendwelchen Tastenkombinationen zu lernen. Wahrscheinlich ist es gar nicht mal so schlimm, weil ich meine, es gibt ja anscheinend, können ja sich die meisten Menschen das merken und ich meine, ich bin ein guter Gamer. Ich sollte das dann wahrscheinlich auch drauf haben, aber ich möchte es einfach nicht. So einfach ist es. Dementsprechend bin ich da beim Online-Spiel ziemlich unten mit dabei, weil das ist ein Spiel, was wirklich eigentlich nur mit Kombos gespielt wird. Im Gegensatz zu Street Fighter, da kann man auch gut spielen, indem man sich bloß auf Special Moves verlässt und die eben gut aneinander reiht und ab und zu mal hier einen Schlag und hier einen Tritt. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Aber bei Marvel vs. Capcom mag das nicht so funktionieren. Ah, das ist natürlich doof. Außer, ich muss sagen, bei Dante. Also Dante aus Devil May Cry gibt es als spielbare Figur zum ersten Mal in Marvel vs. Capcom. Und ich muss sagen, es ist mein Lieblingscharakter. Weil der kann so ein Feuerwerk von Special Moves abbrennen. Also der hat bestimmt 3-mal so viel Special Moves wie jeder andere Charakter. Und da kann man dann auch mitspielen, sage ich mal. Das funktioniert. Mit dem bin ich ziemlich gut. Dann spiele ich noch mit Chris aus Resident Evil halt, Resident Evil 5 und früheren Teilen. Aber eben in diesem Spiel ist er direkt aus Resident Evil 5 rausgenommen worden. Und dann spiele ich momentan noch mit Zero aus Mega Man. Das ist so mein Dreier-Team, mit dem ich mich momentan eingespielt habe. Relativ, wie gesagt, eingespielt habe, weil, wie gesagt, so viel kann ich, so gut bin ich nicht. Und ja, ich warte einfach noch, bis der Download-Content raus ist, der dann in einem Monat ungefähr kommt. Da kriegt man Jill aus Resident Evil als Spielfigur.
und ich werde mich vorher belesen, wie die Tricks so sind und vielleicht lade ich mir den runter und dann wird sie Zero ersetzen. Weil mit Zero bin ich nicht ganz so glücklich. Da mache ich reines Button-Mashing, was überraschend gut funktioniert bei diesem Charakter. Aber naja.